Bueno, willkommen. Wie geht's? Gut, danke. Okay. So, tomorrow we've got Germany playing Scotland. What can you tell us about Germany? Are you excited about it? So, I'm not... Sorry. Ich bin mir... Also ja, natürlich bin ich aufgeregt. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ja, hab hohe Erwartungen, aber die Gefühle hier in Deutschland sind gemischt, sage ich mal so. And what do you think about Nagelsmann? Is it the best trainer you could have for the national team or? Ja, ich denke, dass es ein guter Mann ist und ja, auch er selbst ist, glaube ich, sehr zuversichtlich, was die EM angeht. Also das Team ist halt laut ihm gut vorbereitet, gut zusammengesetzt und ja, er sieht gute Chancen, doch in diesem Wettkampf weit zu kommen. Right, because today they did this presentation, official picture as well. Ja, genau. Also heute war der Tag, an dem halt die Nationalmannschaft umgezogen ist von ihrem Homeground in Herzogenaurach zum Hotel 180 Kilometer von München entfernt. Und heute um 11 Uhr, kurz bevor das letzte Endspiel oder das letzte Trainingsspiel stattgefunden hat vor der EM, ist dann auch tatsächlich das erste Teamfoto entstanden. Oh, that's cool. Und heute um 18.45 Uhr ist dann auch die letzte Pressekonferenz von Nagelsmann und Gundogan. So, we were watching the other day a documentary about West Germany winning 1-2 to Netherlands, the Cruyff's Netherlands. It will always be remembered as one of the best matches ever because the football total that Netherlands was playing, thanks to all the tactical and all the football that they were displaying. But even though Germany, East Germany, won against them, and they have always been remembered as being the best team on the pitch, but unfortunately they won. So tell us about the history, about how come that the two Germanys were playing together. East Germany won against West Germany, and then they classified to go through and then play the final. Ja, also es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, was Fußball angeht, über Ost- und Westdeutschland. Also wir wissen ja, dass Deutschland lange geteilt war. Es gab, und auch der Fußball ist in der Zeit einfach unterschiedliche Wege gegangen. Also in Ostdeutschland war es tatsächlich so gewesen, dass viel vom Staat vorgegeben wurde und eigentlich das Interesse in Fußball, naja, mehr oder weniger zurückging, weil der Staat mehr oder weniger halt vorgab, welche Mannschaft halt zu gewinnen hat. Und dann war einfach das Spannende weg und die meisten Menschen wandten sich vom Fußball ab. Aber kommen wir jetzt zu der Geschichte. Also es ist tatsächlich so, dass es bei einer WM wirklich dazu kam, dass Ostdeutschland gegen Westdeutschland spielte und Ostdeutschland tatsächlich quasi den Sieg nach Hause holen konnte. Wirklich großartig für so ein wirklich kleines Land, sag ich mal. Because you are from there, isn't it? Ja, yeah, ich bin von da. And we were watching the documentary. We will put some images here, and it's funny to see the law resources that they had. If you compare them to the West, more developed Germany, and you see them on the pitch, and they look like a bunch of guys playing. It is so funny. And there is a story as well that you found out about Johan Cruyff's problem. Not a problem. It was a problem for him, but you know, it was a funny thing. Ja, also der, sag ich mal so, der Fußball ist ja schon seit vielen Jahren wirklich eng mit Adidas verbandelt. Das ist einfach so und das weiß auch jeder. It is also the sponsor of the national team, isn't it? Im Moment ja, aber da kann ich auch gerne noch was dazu sagen. Oh. Genau. Also zu der Geschichte mit Cruyff. Es ist so, 1974 spielte Cruyff ja in der niederländischen Nationalmannschaft gegen Deutschland. Und es war so, Cruyff war zu der Zeit eben gesponsert von Puma. Und die niederländische Nationalmannschaft war gesponsert von Adidas. Also gab es einen Interessenkonflikt, würde ich jetzt mal sagen. Und Adidas bestand aber darauf, dass Cruyff eben Adidas trug.
Und um dem Problem ein bisschen aus dem Weg zu gehen, wurde kurzerhand einer der drei Streifen auf dem Trikot entfernt. Yeah, we will put some images as well. I'm sure that everybody knows about it, but it's very, very funny. What about that agreement with Adidas? Ja, also vor ein paar Wochen erreichte, also für Deutschland ist es wirklich erschreckend oder war es ein großer Schock gewesen, der einfach kaum zu verstehen ist. Und zwar ist es so, dass ab 2026 wird eben Adidas nicht mehr Sponsor der, der deutschen Nationalmannschaft sein, sondern es wird halt Nike sein. Also die Reaktion in Deutschland war wirklich großes Entsetzen und ein Kopfschütteln und auch Ratlosigkeit, weil immerhin muss man sich überlegen, das ist wirklich eine langjährige Tradition, die damit verloren geht. Ja, immerhin seit 70 Jahren stattet Adidas die deutsche Mannschaft aus. Und ja, jetzt geht so eine Tradition verloren. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen recherchiert, aber es findet sich nicht, ja, keine Antwort dazu, was der wirkliche Grund dafür ist. Beide Seiten halten sich da sehr bedeckt. Right. So, can you tell me, this is a question for everybody. Can you tell us how many World Cups, because I was in doubt of how many World Cups you've won. But now we know that the number is? The number of the world are four. So including one, es sind vier. So wenn man eben inklusive dem Sieg eben der ostdeutschen Nationalmannschaft waren es vier WM-Siege und drei EM-Siege. Und man muss halt dazu sagen, also die deutsche Mannschaft war wirklich in der Geschichte sehr erfolgreich gewesen, weil es zählen auch siebenmal, also oder in sieben Wettkämpfen hat das deutsche Team den zweiten Platz erreichen können. Und das ist doch schon beachtlich, denke ich. So can you tell us, this is a very interesting question for you, see if you have good memory. When was the last time that Germany won the World Cup or the European? Das letzte Mal, dass eben der Weltmeisterschaft gewonnen wurde, das war 2014 gewesen. Mm-hmm. Und Europa kann ich mich nicht erinnern. Okay. Hopefully you will win this World Cup. Ja, auf jeden Fall. Also die Hoffnung ist groß. Do you know what are the stadiums where they're going to be playing or? Also das erste, das Eröffnungsspiel morgen startet eben in der Allianz Arena in München. Wow, yeah, we've been there. You cannot miss our video. Yeah. We were there asking people in the street. We were in a live stream with Rapsoda Valorana and it was very, very funny. So the first match is in Allianz Arena tomorrow at 9. Abends um 9 startet eben das erste Spiel in der Allianz Arena. Ich denke, es wird ein großes Event werden. Ich bin wirklich sehr gespannt und ich freue mich auch sehr darauf. Okay. What else can you tell us? Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich kann euch was erzählen über den Homeground. Also der Homeground, damit ist bezeichnet das ist halt das Trainingslager von dem Deutschen und der deutschen Nationalmannschaft. Dieser Homeground befindet sich auf dem Gelände von Adidas. Das ist in Herzogenaurach, das ist in Bayern. So Franconia ist... Tell us about Franconia, so that people can understand what this is. Franconia oder Franken ist ein besonderer Teil in Bayern, besonders gelegen. Also Bayern hat halt heißt halt nicht Bayern, sondern Bayern hat halt eben Oberfranken, Unterfranken und eben Herzogenaurach ist halt in Franken. Is Nagelsmann from here, from this region? Keine Ahnung. Okay, I thought he was from Bavaria. Ich denke auch von München, aber ich bin mir nicht sicher. Really? Yeah, we were about to sign Nagelsmann as well. He sounded very, very strong for Barcelona. Yeah. But because he is the coach of the national team, then we decided to go for Flick. Yeah. Wärst du glücklich gewesen, wenn Nagelsmann Trainer von Barca geworden wäre? Yeah, I would have loved it, yeah. So we'll see. I mean, Flick didn't succeed much like last World Cup. Partly because the team
you know, Germany didn't have much luck. Overall, he couldn't count on very important players like Alaba or some other, you know, foreigners like Lewandowski. Mm-hmm. And so for tomorrow, I would think that the lineup would be Neuer as the goalkeeper. Mm-hmm. I mean, my favorite is Ter Stegen. Okay. You didn't know that Ter Stegen was German. Nein, because es klingt gar nicht. Nein, es klingt Doesn't it sound German? Nein, gar nicht. Ter Stegen. Okay. Es klingt eher Englisch oder Schottisch. Really? Yeah. Ter Stegen. Okay. No, he's German. And for me, because he plays at Barcelona and I think he's an amazing goalkeeper, he should be in the initial squad. Then you've got Tah. Then you've got Rüdiger. In the central defense, then Kimmich, as is, you know, very well known to be a very good right back. Then you've got Raum on the left, Kroos, who's retiring or at least leaving Real Madrid this season, on the midfield. They're going to be playing with a 4-2-3-1, which is the same structure that Flick wants to make Barcelona play. And then you've got the amazing Musiala as one of the wings, Gundogan playing the center, like mm-hmm. the organizer, playing a little bit like Müller, Wirtz on the left side, and how do you pronounce that? Füllkrug. Does that sound German? Nein. Who, between all those names, who would you say that is the most Germanish kind of name? Neuer. Mm-hmm. What about Kimmich? How do you pronounce Kimmich? Because lots of people are confused. Some Spanish YouTubers and journalists, they say Kimmich. They say Kimmich. Can you explain that? Because that's really interesting. So when the CH, mm-hmm. when you come across the CH in a German name, yeah. when does it sound like ich or when does it sound like ich? So da ist ein Unterschied. Also for example, sorry, yeah. Tuchel, you've got the CH in the middle. Yeah. So what's the difference? Der Unterschied ist die Art, wie du es aussprichst. Du kannst das SCH bei Kimmich aussprechen wie ein... Du kannst das SCH bei Kimmich aussprechen wie ein Sch, aber du kannst es auch aussprechen wie ein Ch. Also je nachdem. Oh, so it doesn't matter. Es macht schon einen Unterschied, aber das ist halt das Schwierige an der deutschen Sprache, dass... Well, dass from your region, how would you say it? Kimmich. 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 Okay. It's like ich. Ja. Yeah. Aha, yeah. Okay. Yeah. Genau. That's what I would say. Ja. Kimmich. Das ist richtig. Es ist nicht Kimmich, Kimmich oder Kimmich, es ist Kimmich. Okay. But not Kimmich. No. Okay. That sounds terrible, innit? Ja, weil es gibt halt einfach, also vielleicht ich mit meinem deutschen Dialekt würde es vielleicht so aussprechen. Da wird manchmal aus dem CH ein SCH, aber ein Sch, dieses SCH. This is from here. Ich. Nein, ich. Das ist einfach, es gibt das S, das CH bei Kimmich. C-H. Oder es gibt zum Beispiel wie den Namen Schulze, SCH. Okay. Das ist ein Sch. Alright. Und Sch. Yeah. Interesting. So yeah, that's the probable 11 at the Euro 24 for Germany. We're all excited about it. Yeah. Really, really excited. We're going to watch it tomorrow. And yeah, wish you the luck. Yeah. All the best tomorrow. I think you can, because you are holding all this event and you are the organizers and it's Germany 24 Euro Cup, I think you can do very, very good things. So, yeah, all the best. And Saturday, y el sábado, España jugará contra Croacia a las 6 de la tarde. Y también haré algún videito a ver si se me ocurre hacer un video o incluso un directo, no lo descarto. Así que nada, thank you very much for being there. Gracias por estar ahí and we'll see you next time. Chao. Chao.